Nichtsdestotrotz muss Ole lernen, was Profifußball bedeutet. Frank hat ja öffentlich schon eigentlich sehr viel dazu gesagt. Ich schließe mich dem komplett an. Ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass Ole ein sehr, sehr talentierter Fußballer ist, der das auch auf einem gewissen Niveau schon nachgewiesen hat in der dritten Liga. Das sollte man nicht vergessen. Ich glaube, dass Ole in sehr, sehr vielen Mannschaften eine tragende Rolle spielen kann und unter gewissen Voraussetzungen auch immer noch Bundesligaspieler werden kann. Nichtsdestotrotz muss Ole lernen, was Profifußball bedeutet. Und das, glaube ich, hat Frank zum Ausdruck gebracht. Und das sage ich auch gerne nochmal so, weil ich es ihm auch so gesagt habe. Und wenn er das schafft, glaube ich immer noch an ihn. Aber der Ball liegt jetzt bei ihm. Und das muss er beweisen, dass er sich durchsetzen kann, dass er sich in einer Profimannschaft durchsetzen kann, mit den Spielregeln des Profifußballs umgehen kann. Und das hat jetzt leider zweimal nicht geklappt. Es liegt bei ihm. An seinem Talent wird es nicht liegen, wenn es nicht klappt. Was wir schon noch bei dem einen oder anderen Spieler feststellen, ist natürlich, dass sie ein Stück weit hier bei Werder im Leistungszentrum, aber grundsätzlich auch sehr wohl behütet häufig aufwachsen. Wenn man dann eben mal irgendwo in die dritte Liga geht und dann, ne, Florian hat es ja auch angedeutet, herrschen dann doch andere Verhaltensweisen, ne? Wenn doch eher die Ellenbogen ausgefahren und da geht es eben auch um Existenzen eines Clubs, vieler Mitarbeiter und da wird natürlich erwartet, dass ich das dementsprechend eben auch annehme und umsetze. Ole hat eigentlich im Sommer eine aus meiner Sicht auch gute Entscheidung getroffen, auch für sich ganz bewusst den Weg nach Jena gewählt, wo er eben musste. Ne? Das ist dritte Liga, ne? Dort sind die Kabinen vielleicht nicht so schön wie hier im Stadion. Von Platz 11 sprechen wir jetzt mal nicht, aber hier im Stadion gibt es doch dann schon ganz nette Kabinen. Er hätte auch zu anderen Clubs gehen können, wo die Bedingungen vielleicht besser gewesen wären, wo es vielleicht auch grundsätzlich ein bisschen leichter gewesen wäre. Er wollte ganz bewusst diesen Schritt gehen, das war seine Entscheidung und das zeigt eigentlich, dass er sich dessen auch bewusst ist und war. Letzten Wochen hat er sich dann doch etwas, hängen lassen und diese 100%, die man, egal wo man spielt, eben auch abrufen muss, die hat er eben nicht immer abgerufen und deswegen nochmal, das ist für Ole definitiv noch nicht zu spät, aber er muss eben möglichst schnell aufwachen. Erstmal ist er jetzt für die Saison Spieler von Carl Zeiss Jena, deswegen die Entscheidung dort durch Carl Zeiss Jena. Sie haben ihn jetzt vorübergehend erstmal in die zweite Mannschaft gesteckt und haben aber auch sehr klar betont, dass die Tür für ihn dort noch nicht zu ist.